Hallo und herzlich willkommen hier bei unserer Top 5, nämlich zum Thema Kühlen. Kühlen, ja, jetzt werden Sie wahrscheinlich denken, kühlen. Ich habe am Wochenende noch die Heizung angemacht und wir haben Glühwein getrunken, weil es so fürchterlich kalt war. Aber wenn Sie mal die Wetterprognosen anschauen, die nächsten Tage werden wir die 20 Grad wieder knacken und dann wird es hoffentlich unaufhörlich wärmer. Aber beim Wetter gibt es ja die verschiedenen Phasen. Man stöhnt über das zu kalte Wetter, man freut sich, dass es schön wird und dann stöhnt man über das zu warme Wetter. Gegen das kalte Wetter können wir natürlich die Heizung einschalten und gegen das zu warme, da gibt es verschiedene Varianten. Und wenn wir uns erinnern an 2015, an den Jahrhundertsommer, so wird er ja gerne genannt, die Rekordtemperaturen, 40,3 Grad wurden erreicht in Deutschland und da hat die ganze Nation geschwitzt. Und deshalb jetzt schon zuschlagen, wenn es um Kühlen geht. Und beginnen tun wir hier mit einem kleinen, sehr, sehr günstigen und praktischen Utensil. Ein kleiner Ventilator, ein Deckenventilator. Und wenn wir das sehen, den habe ich überall ruckzuck aufgehängt. Ein Deckenhaken oder ähnliches ins Büro, ins Wohnzimmer, ins Schlafzimmer, auf die Pergola. Und dann ist es so, so einfach, hiermit zu arbeiten. Man kennt das aus dem Mittelmeerraum. Da ist das oftmals in Hotelzimmern. Und da hat man es auch mit Sicherheit zu lieben gelernt. Denn wir verteilen hier von oben herunter eine angenehme Luft. Und das wirkt angenehm kühlend. Sie sehen hier die Halterung. Mit dieser einfach einhaken, egal an was. Und dann einschalten. Und mehr brauche ich gar nicht zu tun. Das Kabel natürlich dementsprechend oben hinlegen und jetzt schalten wir ein. Und was Sie sehen es auch gleich hier, der läuft sofort los mit 40 cm Durchmesser, auch groß genug. Und jetzt wird natürlich, wir gehen jetzt mal von einer Deckenhöhe von 2,30 m aus, müssen Sie den Radius natürlich dementsprechend vergrößern, beziehungsweise sich größer denken, weil damit wird ein ganzer Raum jetzt mit frischer, bewegter Luft hier versorgt. Und das ist so, so angenehm dann, wenn es mal richtig heiß wird. Und wie gesagt, die Installation denkbar einfach an einen Deckenhaken, das Kabel nach drüben einstecken und fertig. Und der Preis 9,41 Euro, den finde ich auch sensationell für einen solchen Deckenventilator. Und jetzt hat von Ihnen vielleicht früher jemand mal so einen Holzdeckenventilator versucht zu montieren und die liefen dann sehr, sehr oft unrund. Man musste die wahnsinnig millimetergenau justieren, damit das überhaupt möglich war, dass es so läuft. Und hier sehen Sie, der läuft in alle Richtungen. Da passiert gar nichts. Einfach hinhängen, der hängt sich ja dann von alleine aus und dann nur noch einschalten und sich diese Kühlung holen. Ich kann das natürlich jetzt auch so nutzen und mich so kühlen lassen. Das könnten Sie rein theoretisch auch, aber ich schalte ihn jetzt mal aus. Bitte wichtig, dass das Kabel nicht im Weg ist, aber das ist das Einzige, was man berücksichtigen muss, auch wenn das Kabel oder die Finger mal in den Weg kommen. Das ist ganz, ganz weiches Kunststoff, das heißt, Sie werden sich hier auch nicht verletzen. 9,41 Euro der Preis und ich schaue auf die Bestellnummer, das ist die NC 1384 und die 569. Ich glaube, es war noch nie so günstig und einfach, einen Deckenventilator aufzubauen. Testurteil gut, 4 von 5 Sternen lesen wir hier. Und zwar ansprechende Kühlleistung bei einer denkbar einfachen Bedienung. Zudem ist sein Preis sensationell. Also mehr braucht man dazu, glaube ich, gar nicht zu sagen. Und auch dieser Deckenventilator war übrigens im letzten Sommer dann ausverkauft. Jetzt ist er noch lieferbar. Das gilt nicht für alle Produkte, die ich jetzt Ihnen hier in der Sendung in unserer Top 5 zeige. Aber Sie werden gleich Näheres erfahren, wann was lieferbar ist, sodass Sie die heißen Tage, die dann Ende Juli, August auf uns zukommen, vielleicht auch noch im September, ja, dass Sie die mit angenehmer Kühlung überstehen. Und der Deckenventilator, das können Sie sich überlegen, vielleicht unter die Pergola auf der Terrasse, das geht ja auch. Oder im Schlafzimmer einfach dezent unter die Lampe gehängt, sodass Sie nachts diese kühle Brise bekommen und hier nicht ganz so arg schwitzen müssen. Das ist eine indirekte Kühlung. Also eigentlich wird ja die Luft nicht gekühlt, sondern bewegt. Und dementsprechend ein Gefühl dieser kalten Brise. Dieser Wind, wenn man am Meer entlangläuft, und dann kommt vom Meer her diese kühle Brise. Die ist eigentlich auch nicht kälter als die Umgebungstemperatur, aber durch das Bewegte fühlt es sich auf unserer Haut kühler an und so erleben wir eben eine Kühlung nur
durch die bewegte Luft. Und das Ganze für 9,41 Euro. Unser Platz Nummer 5. Und ich zeige Ihnen jetzt auch noch mal, was passiert, wenn Sie denn mal die Finger in den Weg bekommen. Achtung, so, muss ich das so halten. Und wenn jetzt die Hand reinkommt, sehen Sie das, passiert gar nichts. Der bremst sofort ab und Sie haben absolut keine Verletzungsgefahr. Also da auch überhaupt kein Risiko. Und wenn Sie das jetzt spüren würden, wie der jetzt schon aus dieser Höhe nur nach unten bläst und diese angenehme, kühle, frische Luft bringt, dann würden Sie erahnen können, wie das erst ist, wenn ich den unter die Decke hänge und dann einschalte und dann im ganzen Raum diese Kühlung verteilt habe. Und Sie sehen auch, wie schnell der anspringt und wie schnell er wieder ausgeht. Das ist also wirklich tollste Technik, auf einfachste Art und Weise installiert und natürlich auch zum wirklich günstigsten Preis. Deckenventilator, unbedingte Pflicht für alle, die sagen, ein bisschen Kühlung brauche ich. Büroraum, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer. Einfach eine kleine Schraube in die Decke oder direkt an die Deckenlampe hängen zum Beispiel. Das würde auch gehen unterhalb. Und dann haben Sie diese Kühlung. Ja, wie gesagt, letztes Jahr war er ausverkauft und dieses Jahr haben wir ihn noch lieferbar, wenn Sie schnell genug sind. Auch wenn man am Wochenende mal draußen war, dann hat man ja doch eher den Winter, die Winterklamotten noch rausgeholt. Ja, das wird sich nächstes Wochenende wieder steigern. Einen kleinen Vorgeschmack bekamen wir ja schon vor 2 Wochen, als wir schon über 25 Grad hatten. Und da werden natürlich noch mehr Tage davon kommen. Und für diese sind wir dann bestens vorbereitet mit diesem kleinen Deckenventilator. Unser Platz Nummer 5 in der Top 5 Kühlen. Und noch einmal die Bestellnummer, das ist die NC 1384 und die 569. Einfach zu installieren, laufruhig und das haben Sie vielleicht auch gehört, dass er so gut wie geräuschlos ist. Aber wir machen gleich weiter, kommen jetzt zu unserem Platz Nummer 4. Zum Thema Kühlen. Ja, jetzt hätte eigentlich ein Jingle kommen sollen, aber wir sind ja live, da brauchen wir keinen. Aber ich lasse ihn mir einfach bringen. Das ist jetzt nämlich ein kleiner, flexibler Ventilator für den Tisch. Und bei Ventilatoren ist ja oftmals ein Problem, gerade wenn man zum Beispiel im Büro sitzt irgendwo, der Nachbar. Und das kenne ich hier aus der Firma auch. Der hat noch den Heizlüfter laufen, während du selber schon kühle Luft haben willst. Ja, was macht man dann? Man geht auf seinen Raum. Und deshalb holt man sich einen kleinen Ventilator, mit dem ich gekühlt werde, aber ich niemand anderen, der vielleicht ein anderes Klima- oder Wärmeempfinden hat, damit belästige. Den montiere ich bzw. stelle ich neben mich und richte ihn aus. Da sehen Sie klein. Und effektiv dieser Ventilator mit 3 Stufen. Und da sehen Sie auch, wie flexibel das ist. Einfach auf mich ausrichten und jetzt mich ein bisschen anpusten lassen, mich ein klein wenig kühlen lassen. Und auch das ist so ein Ventilator, der ist im Moment noch lieferbar. Ich kann Ihnen aber nicht versprechen, wie lange, weil viele unserer Zuschauer haben natürlich auch gelernt, vorausschauend zu denken, dran zu denken, dass es nicht immer so bleibt wie jetzt am letzten Wochenende, sondern dass die richtig heißen Tage uns noch bevorstehen. Und die werden kommen und dann ist es schön, wenn man einfach neben sich in der Küche oder wie wir es hier gerade gesehen haben, auf dem Schreibtisch, wenn er da steht. Sie sehen, der sieht auch so ein bisschen aus wie, ich sage jetzt mal, so ein nostalgisches Radio. Das kennen wir noch von früher. Also ein tolles Designobjekt auch hier vorne. Das erinnert mich eher an, ich glaube, Toaster gab es früher mit solchen Schaltern. Aber hier finde ich das Design unglaublich schön. Da sehen wir 3 Stufen, die ich einschalten kann. Und jetzt haben wir die höchste Gebläsestufe. Natürlich ein echter Sichler, das sehen wir hier noch. Und hier kann ich dann natürlich den Winkel einstellen und kann mir die Luft zukommen lassen, wo immer ich sie möchte. Ohne, und das ist jetzt auch nochmal wichtig, ohne meinen Nebenmann, meine Nebenfrau hier zu stören. Sondern das ist Kühlung für mich allein. Vielleicht auch mal beim Kochen verwenden, wenn man in der Küche steht, einfach nebendran, neben den Herd stellen und mich hier anpusten lassen. Ein kleines Wunderwerk der Technik, wie ich finde. Er ist klein, er ist schick, er ist ganz einfach einzurichten, nämlich hinstellen, einstecken, anschalten. Mehr brauche ich nicht, dann stelle ich den Neigungswinkel noch ein, so wie ich es möchte. Und dann haben wir diese Erfrischung hier. Ich finde es sehr, sehr interessant. Jetzt hoffe ich, dass es nicht
nicht gegen mein Mikrofon bläst, aber wir hören jetzt auch von vorne, dass er sehr, sehr laufleise ist. Und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig hier, dass niemand gestört wird, auch durch irgendwelche Geräusche. Hier ist ein leichter Windzug zu hören jetzt für mich. Ich weiß gar nicht, ob der zu Ihnen nach drüben kommt, aber das ist auch alles. Und das ist sehr, sehr angenehm, sehr leise und ist eben genau das Richtige für mich. Und jetzt haben wir auch Presse. Auch die Presse hat sich dazu ausgelassen. Das schauen wir mal. Testurteil, gut, 2,4. Fazit, der kleine Sichler für frischen Wind auf dem Tisch und dies sogar auf eine Distanz von 2 Metern. Also da haben wir jetzt auch gleich noch die Reichweite mit drin. Bis zu 2 Meter kann ich ihn wegstellen und erlebe immer noch diese kühle Brise, diese angenehme Frische. Jetzt kann man natürlich für leistungsstarke Ventilatoren viel, viel Geld ausgeben. 30, 40 Euro für solche Tischventilatoren, mit Sicherheit keine Seltenheit. Brauchen Sie aber nicht. 16,06 € genügen. Denn das ist der Preis hier heute für unseren Tischventilator. Sie sehen die unverbindliche Preisempfehlung von 29,90 €. Und das ist ein ganz regulärer Preis für so ein toll designtes kleines Gerät. Wie gesagt, sehr kompakt, überall hin leicht mitzunehmen auch, und dann auch leicht einzustellen. Auch beim Campingurlaub vielleicht mal einfach einstecken und sich ein bisschen kühlen lassen. All das geht hier natürlich mit diesem kleinen, aber feinen Ventilator. Und Sie sehen auch hier, wenn wir uns mal das Kunststoffgehäuse anschauen, schöne Schwarz-Weiß-Kombination natürlich, aber keine Kanten, alles gerundet. Und das heißt auch, ja, ist vielleicht für die Hausfrauen sehr, sehr interessant, der ist ganz einfach zu reinigen. Da fahre ich einmal mit einem feuchten Lappen ringsum, dann ist er wieder komplett sauber. Stromsparend sind Ventilatoren sowieso, wenige Watt braucht er hier. 3 Stufen habe ich, je nachdem, wie intensiv ich die Kühlung erleben will. 1, 2, 3 und dann wieder aus. Übrigens hier mit einem Endlosrad, also ich muss nicht in eine Richtung und muss dann wieder zurück, sondern ich kann wirklich immer wieder in dieselbe Richtung durchdrehen. Auch das finde ich ein persönliches Highlight hier von diesem kleinen Ventilator. Ein Mini-Ventilator für die kleine kühle Brise, für mich, für eine Person, ohne jemanden nebendran zu stören. Und da kommen wir jetzt wieder auf dieses wichtige Thema, dass man vielleicht auch in einer Partnerschaft dem einen noch zu kalt, dem anderen schon zu warm ist. Ja, und dann kann der zu warm ist, einfach den Ventilator benutzen und ja, der zu kalt ist, stellt sich vielleicht ein Heizlüfter nebendran, beide in ihre Richtung. Und so hat jeder die Temperatur, die er für richtig hält. Unser Platz Nummer 4 jetzt schon. Und das heißt auch, sehr, sehr viel gefragt, sehr, sehr viel bestellt. Und der nächste Schritt wird hier sein, dass eingeblendet ist, geht aus. Und dann wird auch das wieder ausverkauft sein. Ich weiß gar nicht, wann wir dann die letzte Lieferung bekommen. Deshalb so müssen Sie schnell sein, wenn Sie einen solchen kleinen Tischventilator möchten, um sich eben auf kleinem Raum im Büro, irgendwo an Tischen, im Wohnwagen oder bei anderen Situationen sich diese kleine Erfrischung zu holen. Hier sehen wir es im Büro. Das ist auch das Beispiel, das ich vorhin angeführt habe. Die Bestellnummer ist die NC5768 und die 569. Der Preis 16,06 €. So, und das waren jetzt 2 Artikel, die wir angefangen haben hier in unserer Top 5, und zwar mit denen nur die Luft bewegt wird. Und jetzt kommen wir gleich zu einem Thema, wo es nicht nur um bewegte Luft geht, auch um bewegte, aber auch um gekühlte. Und das ist etwas, was bei unseren Zuschauern auch dieses Jahr schon wieder eingeschlagen hat, wie eine Bombe. Wir sprechen von Verdunstungsluftkühlern. Und das ist etwas, was wirklich toll, toll ist. Es ist gesunde Kühle. Es sind genau die paar Grad nach unten, die man vielleicht braucht, um sich wohlzufühlen. Und deshalb kommen wir hier zu unserem Platz Nummer 3. Ja, und da sehen wir ihn schon, unseren kleinsten in der Familie unserer Luftkühler, die wir hier jetzt in der Sendung haben und die auch in der Top 5 sind. Und das ist ein ganz, ganz tolles Prinzip. Viele unserer Zuschauer haben es natürlich zu lieben gelernt. Und Sie sehen hier auch gleich in der Einblendung, der ist bereits ausverkauft, die erste Lieferung. Aber die zweite Lieferung kommt in wenigen Wochen. Also
bevor es richtig heiß wird, wäre dieser Ventilator und Luftkühler dann auch bei Ihnen. Wir schauen uns den mal an und vor allem auch das Prinzip. Also erstens mal haben wir hier natürlich auch einen Ventilator über diesen Schacht mit drei verschiedenen Stufen. 0, aus, 1, 2, 3. So, und jetzt pustet er. Ganz einfach, so wie wir es bisher bei den Ventilatoren hatten. Jetzt kann ich hier die Swing-Funktion noch zuschalten. Und jetzt sehen Sie, wie die Lamellen sich von links nach rechts hier bewegen und dementsprechend den ganzen Raum vor diesem kleinen Luftkühler hier abdecken. So, im Moment ist es auch nur noch bewegte Luft. Jetzt kommen wir aber hier zu einem kleinen Eiskristallsymbol. Und wenn ich dieses einschalte, dann passiert Folgendes. Unten, da sehen Sie es, da ist der Schalter mit dem Eissymbol. Unten in diesem Gerät ist ein Wassertank. Der beinhaltet 6 Liter Leitungswasser. Mehr brauche ich da gar nicht. Und jetzt wird aufgrund dieses Befehls hier, wird hier Wasser verdunstet. Und da passiert ein physikalisches Phänomen. Es wird nämlich die physikalische Verdunstungskälte erzeugt. Hier hinten in den Lamellen. Und ich drehe ihn mal um. Ich denke, wenn ich mal das runter mache, dann sehen wir auch, wovon ich spreche. Da sehen wir es. Moment. Da sehen Sie jetzt Wasser drin in den Lamellen und dieses Wasser wird langsam verdunstet, 140 Milliliter pro Stunde. Und bei dieser Verdunstung entsteht jetzt eine Temperatur, die 2, 3, manchmal auch 4 Grad unter der Umgebungstemperatur ist. Und diese gekühlte Luft, jetzt merklich gekühlte Luft, die wird über die Ventilatortechnik nach vorne im Raum verteilt. Und dadurch habe ich eine gesunde, angenehm, ja, sehr, sehr angenehm empfundene Kälte. Ich stehe jetzt direkt davor. Das ist wirklich sehr, sehr erfrischend und vor allem gesund. Man wird nicht krank. Jetzt müssen wir kurz mal einen kleinen Vergleich machen zu Klimaanlagen. Natürlich gibt es Räume, Dachgeschoss schlecht isoliert oder Riesenfensterfront, 35 Grad im Wohnzimmer. Da helfen einfach nur Klimaanlagen. Aber viele sind natürlich auch empfindlich mit Klimaanlagen. Und hier, das ist die günstige und gesunde Alternative. Eine Klimaanlage hat auch Folgendes, nämlich die entzieht der Luft auch Feuchtigkeit. Das heißt, die Luft wird trockener. Entsprechend bei langem Betrieb werden Ihre Augen trockener und Ihre Schleimhäute trockener und Sie persönlich werden anfälliger für Erkältungen. Und da, es gibt ja viele, die sagen, boah, bleib mir weg mit Klimaanlage, da werde ich nur krank. Ja, ich kann die verstehen, aber hiermit kann ich Ihnen versprechen, ich habe noch nie von irgendjemand gehört, der gesagt hat, oh, ein Verdunstungsluftkühler, ich glaube, ich werde krank. Nein, ganz im Gegenteil, ich glaube, ich fühle mich wohl. Denn hier wird die Luftfeuchtigkeit gleichmäßig aufrechterhalten. Und was wir auch nicht haben bei unseren Verdunstungsluftkühlern ist ein Abluftschlauch. Der wird hier nicht benötigt. Bei Klimaanlagen muss er sein. Es muss irgendwo eine Schlauchführung nach draußen sein, die die warme Luft abtransportiert. Und dementsprechend bin ich mit diesen Verdunstungsluftkühlern natürlich auch, und gerade auch hier mit diesem kleinen, wesentlich flexibler. Ich ziehe ihn einfach hinter mir her, vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer, in die Küche, wo immer ich ihn haben möchte, stecke ihn ein und richte ihn so aus, wie ich ihn möchte und habe dann dort, wo ich bin, genau die richtige Temperatur. Und jetzt gehen Sie doch noch mal in sich zurück, ins letzte Jahr. Wir hatten 2015 und im Juli über nachts, selbst nachts waren bei mir, ich habe damals noch in einer Dachgeschosswohnung gewohnt, über 35 Grad. In anderen Orten waren es vielleicht 20 Grad. Aber ich bin so ein Mensch, der, wenn es nachts über 20 Grad hat, ganz, ganz schlecht schlafen kann. Und dann sind doch so 2-3 Grad Kühle und diese bewegte Kühlung noch durch den Ventilator genau das Richtige, was viele brauchen und wo viele drauf gewartet haben. Deshalb, wenn Sie sagen, jawohl, dieser kleine Verdunstungsluftkühler, das ist genau das Richtige, dann lassen Sie sich jetzt auf die Warteliste setzen. Dann sind Sie bei der nächsten Lieferung, die Anfang Juni kommt. Das ist ja gar nicht mehr so lange dabei. Und wenn dann die richtige Hitzewelle zu uns kommt, dann ist ja, dann sind Sie sicher, diesen kleinen Verdunstungsluftkühler bei Ihnen, bei sich zu Hause zu haben. Und das für gerade mal 66,41 Euro. Und jetzt sprechen wir auch mal über den Verbrauch, über den Strom. Das ist ja bei elektrischen Geräten natürlich immer ein Riesenthema. Dieser kleine Verdunstungsluftkühler braucht gerade mal 65 Watt.
Im Vergleich wieder zu einer Klimaanlage, ja, die ist mal mit 2000, 2500 Watt dabei. Das heißt, ein Bruchteil des Energieverbrauchs im Vergleich zu einer Klimaanlage. Das kann ich auch mal 24 Stunden laufen lassen ohne Probleme. Werden Sie wahrscheinlich nicht tun, aber könnten Sie, ohne dass Sie arm gefressen werden. Das Einzige, was Sie wartungstechnisch machen müssen, ist hier vorne auf das Fenster zu schauen, auf den Wassertank, wie voll ist das Wasser noch und gegebenenfalls dann eben Wasser nachfüllen. Das ist unser kleinster hier in unserer Top 5 und der hat die Bestellnummer, die NX1302 und die 569. Jetzt schon ein Riesenrenner und ich bin mir ganz, ganz sicher, jetzt müssen wir dann den Sommer ganz vergessen, weil wenn die nächste Lieferung ausverkauft ist, dann wird es wahrscheinlich Ende August, bis dann die übernächste Lieferung kommt. Deshalb bitte schnell auf die Warteliste NX1302 569 und der Preis 66,41 €. Und wir haben aber noch zwei weitere dieser wirklich genialen Verdunstungsluftkühler für Sie im Angebot. Und hier ist er, unser Platz Nummer 2. Ja, der ist jetzt richtig schick designt, unser zweiter Platz. Da sehen Sie, der sieht toll, toll aus. Passt also auch in ein Büro zum Beispiel oder auch im Wohnzimmer. Ganz, ganz toll. Das Prinzip ist genau das gleiche wie das, was ich Ihnen gerade beschrieben habe. Also durch Verdunstung von Wasser wird ein physikalisches Phänomen ausgelöst, nämlich die physikalische Verdunstungskälte. Und diese Kälte wird über Ventilatorentechnik nach außen geschickt und so haben Sie in Ihrem Raum diese zusätzliche Kühlung zur bewegten Luft. Gesunde Kühlung, hier sehen wir gerade mal rechts daneben natürlich auch alles ganz locker von der Fernbedienung aus zu bedienen. Aber hier haben wir noch weitere Highlights. Nur zum Beispiel angenommen, Sie möchten es sich kühl machen im Schlafzimmer und gehen ins Bett und sagen, okay, jetzt lauf du mal noch ein bisschen, dann läuft er ja die ganze Nacht. Hier nicht, denn hier können Sie über die Timer-Funktion einstellen, wie lange er noch laufen soll. Ich sage jetzt mal 2, 2,5 Stunden und dann schlafen Sie tief und fest. Er hat seine Schuldigkeit getan, es kühlt vielleicht auch von allein schon ein bisschen ab und dann kann er auch schlafen gehen. Da ist eine Timer-Funktion. Was ganz, ganz toll ist, auch hier Swing-Funktion und selbstverständlich auch die Geschwindigkeit. Moment, einschalten. Sie sehen die Geschwindigkeit, 3 Stufen, Swing-Funktion. Jetzt verteilt sich die wieder in der ganzen Wohnung und das Ganze auch jederzeit mit der Fernbedienung vom Sofa aus oder vom Bett aus zu bedienen. Jetzt hatten wir die Timer-Funktion, jetzt haben wir hier aber natürlich auch die Verdunstungsluftkühlung, die ich jetzt auch zuschalte, die jetzt eben 2-3 Grad kühlere Luft erzeugt. Und zusätzlich haben wir hier noch eine kleine Taste. Da ist so ein Baum drauf und unten drunter steht, das sehen Sie jetzt nicht, Ion. Und hier ist auch ein Ionisator verbaut, also ein Luftreiniger. Ein Ionisator reichert die Luft, die Umgebung mit Anionen an. Und diese Anionen bekämpfen Viren, Bakterien, Hausstaub und natürlich auch Gerüche, andere Störfaktoren, die man unter Umständen überhaupt gar nicht sehen kann, nicht sofort zumindest erkennt. Und das wird hier beseitigt. Also jetzt kommt zur Kühlung der Luft auch noch eine ganz, ganz tolle Eigenschaft, nämlich die Reinigung der Luft. Und da haben wir natürlich auch Pressestimmen dazu, die ich Ihnen jetzt zeigen möchte. Testurteil gut, 4 von 5 Sternen. Wenn es im Sommer zu heiß ist, der bekommt mit dem einen Luftkühler, der diesen Umstand problemlos entgegentreten kann. Ah, jetzt nochmal. Also, wem es im Sommer zu heiß ist, der bekommt einen Luftkühler, mit dem man problemlos der Hitze entgegentreten kann. Jetzt habe ich es. Also, Sie sehen, auch hier voll des Lobes. Und das wurde auch noch, vielleicht haben Sie es gerade gesehen, im Hochsommer, im August, damals die heißesten Temperaturen letzten Jahres, wurde das getestet. Also da weiß man wirklich, was bei heißen Temperaturen kommt. Ein Rundumgerät für kleinere Räume, für Büroräume einfach aufzustellen. Sie sehen, der ist auch recht schlank, wenn ich ihn mal auf die Seite mache. Und wenn wir ihn dann ganz drehen, da drehe ich ihn jetzt aber in die andere Richtung wegen Kabel, dann sehen wir hier unten auch noch den Wassertank, den ich ganz einfach entnehmen kann. Hier nach oben und da er jetzt gerade läuft, lasse ich den aber drin.
da mit dem Schaufenster, wann ich Wasser nachfüllen muss. Sie sehen, minimal, maximal. Also hier haben wir noch ein bisschen. Und das sind die einzigen Kosten, die ich habe. Leitungswasser, aber ich denke hier, diese 2,25 Liter, die hier reinpassen, die werden Ihren Geldbeutel nicht merklich strapazieren. Und Geldbeutel strapazieren, auch hier wieder ein wichtiges Thema, denn auch dieser Verdunstungsluftkühler braucht gerade mal 65 Watt. Also verschwindend geringer Stromverbrauch. Das ist ähnlich viel, wie ein Ventilator braucht. Und wenn Sie jetzt mal bedenken, dass Ihr Toaster zum Beispiel 1000 oder 1500 Watt hat und Sie machen sich morgens zwei Toastbrote, dann haben Sie mit diesen zwei Broten schon mehr Strom verbraucht, als dieser Luftkühler den halben Tag braucht. Also Energieverbrauch. Überhaupt kein Thema bei unseren Verdunstungsluftkühlern. Es ist gesunde Luft. Man kann sich direkt davor setzen, kann die kühle Brise genießen, ohne im Hinterkopf zu haben, oh, jetzt muss ich aber schnell weg, sonst werde ich morgen noch krank. Das passiert hier nicht, denn die Luftfeuchtigkeit wird hier selbstverständlich jederzeit aufrechterhalten. Es wird nicht trockener, ganz im Gegenteil, sogar eher noch angenehm ein klein wenig feuchter. 113,91 € ist hier der Preis für diesen Designluftkühler. Und auch da schnell sein, schnell sein, schnell sein, damit Sie dieses Jahr vor dem Sommer noch einen bekommen. Und ich muss gerade mal schauen, ist gar nichts eingeblendet. Der scheint wieder lieferbar zu sein. Also jetzt im Moment lieferbar. Wer ihn möchte, ganz schnell anrufen und die Bestellnummer NX1308 und die 569 nennen. 569 immer ganz wichtig, damit Sie auch unseren TV-Sonderpreis bekommen. So, und Verdunstungsluftkühler waren letzten Sommer ein Riesenrenner. Und wohl dem, der letztes Jahr noch einen rechtzeitig erwischt hat. Für alle anderen, die letztes Jahr schon versucht haben, aber da waren sie ausverkauft und die dann gesagt haben, ja, dann nächstes Jahr. Ja, dann denken Sie aber auch nächstes Jahr, also jetzt rechtzeitig dran, damit er für die Hundstage, für die heißen Tage dann auch bei Ihnen zu Hause ist. Formschön designt, sehr, sehr praktisch, sehr innovativ. Übrigens können wir durch hier eine kleine Taste auch nur noch mehr Wasser verdunsten. Hier normalerweise 170 Milliliter pro Stunde. Das kann ich noch erhöhen und damit auch, wenn ich zu trockene Luft bei mir zu Hause habe, die Luftfeuchtigkeit auch erhöhen. Ich kann dieses Gerät selbstverständlich auch im Winter benutzen, dann als Luftreiniger. Denn der Ionisator ist natürlich getrennt schaltbar mit jetzt zum Beispiel der ersten Ventilatorstufe und dann werden die Anionen verteilt. Und gerade wenn man vielleicht ab und zu mal in der Wohnung raucht, dann ist das natürlich die beste Alternative. Aber viele haben ja auch andere Geruchquellen zu Hause. Lassen Sie das Katzenklo sein oder der nasse Hund, der gerade im Bach vor der Tür baden war. Oder die Schweißfüße vom Mann, weil er gerade vom Sport kommt. Für all diese Anwendungen ist er natürlich bestens geeignet. NX1308 und die 569. Das ist der Preis für dieses kompakte Designgerät, die Bestellnummer und der Preis 113,91 €. So, und jetzt kommen wir zum Platz Nummer 1. Wundert mich gar nicht, auch letztes Jahr war er schon ganz, ganz oben. Dementsprechend auch schon dieses Jahr wieder vergriffen. Aber auch hier in wenigen Tagen kommt die nächste Lieferung. Schreiben Sie sich auf die Warteliste. Und dann kommt er vor den heißen Tagen. Wir sehen, der ist schon wesentlich größer. Damit kann ich jetzt also ganze Räume, hervorragend größere Räume belüften. Also ein großes Wohnzimmer, ein größeres Schlafzimmer. Auch hier steht er trotz seiner Größe und seiner Kompaktheit auf Rollen. Und die kann ich jetzt auch problemlos bewegen in die Richtungen, die ich möchte. Und natürlich, ja, wenn es sein muss, hinter mir her in ein anderes Zimmer. Vom Wohnzimmer ins Büro, vom Büro ins Schlafzimmer, wie auch immer. Fernbedienung sehen wir auch. Alle Bedienungselemente, die ich Ihnen jetzt gleich zeige, sind selbstverständlich auch mit der Fernbedienung einzustellen. Wir haben hier jetzt, das hatte ich schon gesagt, den größten unserer Ventilatoren, unserer Verdunstungsluftkühler. Auch er hat natürlich drei Ventilatorstufen und die sind schon mal erstens mal großflächiger und natürlich auch noch ein bisschen kräftiger als vorher. Und dazu jetzt auch noch die Swing-Funktion eingeschaltet. Und jetzt wird dieser starke Luftzug im Raum gleichmäßig verteilt. Und wenn wir weiterschauen, sehen wir auch hier das Eiskristall. Und dieses Eiskristall ist immer das Zeichen, dass sich die Verdunstungsluft
Kühlung einschalte. Und auch hier ist er noch effektiver als seine Vorgängermodelle, die ich Ihnen gezeigt habe. Sie wissen vielleicht noch, 140 Milliliter Verdunstung pro Stunde, 170 Milliliter. Und hier sind wir jetzt bei 500 Millilitern pro Stunde. Und dementsprechend ist ja dieser Verdunstungsvorgang immer öfter, immer großflächiger. Und diese Kühlung ist noch effektiver. Ja, 20 Liter Tankinhalt haben wir hier. Das heißt also, ohne Wasser nachzufüllen, läuft der bei höchster Intensität 40 Stunden am Stück. Und dann brauchen Sie einfach nur eine kleine Gießkanne oder ähnliches und füllen das Wasser wieder nach. Und schon ist er wieder im Betrieb. Auch hier noch zusätzliche Optionen, einmal mit dem Timer, also mit der Zeitschaltuhr, bei der ich meinem großen Lüfter sagen kann, komm, jetzt lauf mal noch 1, 2, 4 oder 8 Stunden und dann schaltest du erst aus. Auch hier derzeit vergriffen und das heißt, der kommt Anfang Juni. Jetzt haben wir Mitte Mai, das heißt 14 Tage, knapp 3 Wochen steht er bei Ihnen. Und dann können Sie diese Kühlung natürlich genießen. Auch hier zusätzlich noch ein Ionisator, ein Luftreiniger mit drin. Und dieser Luftreiniger, den kennen ja viele schon, weil viele unseren kleinen, kompakten Luftreiniger zu Hause haben, der ist unglaublich effektiv. Und oftmals stöhnt man ja im Sommer nicht nur eben wegen der Hitze, sondern auch wegen, man sagt, es ist dicke Luft, es riecht schlecht. Ja, der Schweißaustrieb wird bei vielen Menschen größer und je mehr Personen man zum Beispiel in einem Raum ist, desto mehr Schweiß wird verteilt. Aber nicht nur gegen Schweiß, hier sehen Sie, gegen was der alles hilft, und zwar unter anderem Zigarettenrauch, das hatte ich vorhin, gegen Staub, gegen Milben, gegen Viren und Bakterien, wichtig, um der Sommergrippe vielleicht ein klein wenig vorzubeugen und auch für alle Allergiker ganz wichtig, der bindet auch einen Großteil der Pollen. Und gerade, also wer Heuschnupfen hat, wird das besonders zu schätzen lieben, wenn ich mir zu Hause eine kleine pollenfreie Oase schaffen kann. Und das zusätzlich noch zu dieser sehr, sehr angenehmen Kühlung. Flexibel, auch hier nochmal im Vergleich zur Klimaanlage, unser größter Verdunstungsluftkühler, der hat jetzt eine Leistung von 180 Watt. Das ist immer noch weniger als ein Zehntel im Vergleich zu einer Klimaanlage. Und natürlich noch der weitere Vorteil, ich bin flexibel, da ich keinen Abluftschlauch benötige, sondern ich schiebe ihn einfach auf den Rollen von Zimmer zu Zimmer, habe dann auch Bremsen, in denen ich sie feststellen kann, habe eine Fernbedienung, wo ich dann ganz bequem vom Sofa oder vom Bett aus bedienen kann. Und zwar alle Funktionen, die ich Ihnen hier im Display gerade gezeigt habe, haben wir auch hier an, aus, der Timer, Swing-Funktion. Sie sehen hier die Geschwindigkeit. Hier habe ich nochmal den Ionisator und hier die Kühlfunktion, die ich alle ganz bequem von der Fernbedienung aus bedienen kann. Und Sie sehen, die Symbole sind schon selbsterklärend. Ich muss nicht mal sehen, was da drunter steht. Das ist klar ein Aus. Die Uhr, hier die Drehung, hier der Propeller. Also denkbar einfach zu bedienen. Auch immer schön aufgeräumt, wenn ich ihn dann nicht brauche, reinstellen in das Gerät. Und diese Situation haben wir im letzten Sommer tausendfach erlebt. Wir sitzen irgendwo, auch wenn man gar nichts, man hat sich ja überhaupt nicht bewegt und war trotzdem durchgeschwitzt von oben bis unten. Und genau diese Situation, die kann ich jetzt entschärfen. Hier haben wir so leichte, Sie sehen, so Papier mal vorne dran gemacht, damit Sie sehen, welche Kraft allein hinter dem Ventilator steckt. Den jetzt noch in der Swing-Funktion, das wäre schon eine sehr, sehr angenehme Erfrischung. Aber jetzt eben hier noch die Verdunstungsluftkühlung mit eingeschaltet und dann eben diese Luft 2 bis 3 Grad kühler. Und wie oft saß ich letztes Jahr irgendwo und habe gedacht, oh jetzt 2, 3 Grad kühler, ich wäre glücklich, eine schöne Brise, dann hast du zu Hause die Fenster aufgerissen und kein Lüftchen ging. Es gab keinen Durchzug. Ja, und das wird Ihnen genauso gegangen sein und wird auch dieses Jahr an den heißen Tagen ähnlich sein. Und dann kann ich mir eben diesen erfrischenden Durchzug nach Hause holen. Wie gesagt, er ist Anfang Juni wieder lieferbar. Und wenn Sie da dabei sein wollen, dann jetzt schnell ans Telefon 0180 51 51 3x die 2. Holen Sie sich unser Flaggschiff, diesen Verdunstungsluftkühler. Ja, und dann ist das Grauen und das Stöhnen der großen Hitze, die uns ja auch dieses Jahr erwartet, mit Sicherheit nicht mehr so groß. Ja, und die Bestellnummer, die sage ich Ihnen gleich. Da gucke ich mal auf meinen Zettel. Das ist die NC 57.
69, 69 und die 5, 6, 9 und der Preis 180,41 €. Dementsprechend auch Porto und Versand kostenfrei. So, das war sie, unsere Top 5. Ich hoffe, Ihr Lieblingsprodukt war dabei, ob es der Deckenventilator war oder dann hier unser größter. Jetzt anrufen.